Es ist der 7. März 2017. Herzlich willkommen zu den News mit Jules. In For Honor kämpft man derzeit mit dem Problem des sogenannten AFK-Farmings. Dabei stellen Spieler ihren Charakter in ein Match und befestigen dann den Stick des Controllers mit einem Gummiband, sodass der Charakter dann die ganze Zeit umherläuft und vom Spiel nicht als inaktiv erkannt wird. Dieser Charakter trägt dann aber natürlich nichts Positives zum Match bei und das sorgt natürlich für reichlich Frust bei den anderen Mitspielern. Das Ganze ist möglich, weil in For Honor ja automatisch ein neues Match gestartet wird nach einer gewissen Wartezeit, ohne dass man als Spieler da irgendwas noch machen muss. Und außerdem bekommt man ja auch am Ende des Matches immer eine EP-Belohnung, egal ob man jetzt was Besonderes geleistet hat oder nicht. Ubisoft verspricht aber, sich dem Problem anzunehmen. Wie genau man aber Nutzer der Methode ausfindig machen soll, das ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, am Ende kommt dabei dann zunächst eine Verwarnung raus. Und wer dann immer noch nicht hört, der muss sogar mit einem permanenten Account-Bann rechnen. Der Sieg ist mein. Mein Gott, Walter. Mass Effect Andromeda ist nahe und wer es richtig eilig hat, der plant ja sicher schon mit der Origin Access Trial einzusteigen. Die kommt am 16. März und bietet uns einen Testzeitraum von 10 Stunden. In diesen 10 Stunden können wir allerdings nicht komplett in der Story versinken. Das schrieb jetzt Produzent Fernando Melo auf Twitter, denn da werden nur bestimmte Story-Missionen spielbar sein, also wahrscheinlich nur der Anfang. Und wer darüber hinaus spielen will, der kann nur das Gebiet weiter erkunden oder diese Story-Missionen nochmal wiederholen, aber eben nicht in der Story weiter voranschreiten. Was aber andererseits eine gute Idee sein könnte, ist natürlich den Multiplayer-Modus auszuprobieren. Denn der wird natürlich auch in der Trial spielbar sein. Der wird ja wieder sehr eng mit der Story verknüpft werden in gewisser Hinsicht. Und der wird sich auch direkt aus der Story heraus starten lassen. Also das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ansonsten ist Mass Effect Andromeda dann für uns alle uneingeschränkt spielbar am 23. März. Die Nintendo Switch ist gerade mal ein paar Tage alt, schon jetzt werden Rekorde gebrochen. In den ersten 2 Tagen verkaufte sich die Konsole mehr als Nintendos bisheriger Spitzenreiter, die Wii, und die sollte dann ja später über 100 Millionen Besitzer finden. Bleibt abzuwarten, wann es da genaue Zahlen gibt, aber wir wissen zum Beispiel, dass die Wii nach 8 Tagen dann die 600.000er-Marke geknackt hat. The Legend of Zelda ist außerdem Nintendos erfolgreichster Standalone-Launch-Titel. Das bedeutet einen Titel, der nicht im Bundle mit der Konsole kommt, sondern zusätzlich gekauft werden musste. Und der verkaufte sich da mehr als zum Beispiel absolute Klassiker wie Super Mario 64 zum Launch vom N64. Und während genaue Zahlen, wie gesagt, noch fehlen, lässt sich, denke ich mal, schon sagen, der Launch der Nintendo Switch ist ein echter Erfolg. Gerade auch, weil man die Konsole ja im März veröffentlichte und nicht im eigentlich deutlich beliebteren 4. Quartal. Das war's dann für heute mit den News. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald, euer Jules.